Servus, liebe Fernsehzuschauer draußen an den Bildschirmen. Hier spricht wieder der bekannte und beliebte Rainer Zipfel. Ich heiße euch alle herzlich willkommen zu der legendären Fernsehsendung Rainer Zipfels Torrunde. Heute habe ich zwei Gäste bei mir, die kommen nicht aus der Politik, nicht aus der Wirtschaft, nicht aus dem Sport oder aus dem Showgeschäft. Nein, heute habe ich zwei Gäste, die kommen aus der großen Welt der Touristik. Neben mir sitzt der Benno Dürk, da sitzt sein Sohn, der Bernhard Dürk, beides Unternehmer von Dürkreisen, ein Busunternehmer, ein Familienunternehmen, mit dem ihr durch halb Europa fahren könnt, wenn ihr wollt. Herzlich willkommen, Benno. Grüße dich, Bernhard. Hallo. Hallo. Ihr seid ein Familienunternehmen. Jawohl. Das gibt es schon seit wie vielen Jahren, Benno? Seit 1974. Und ihr macht nicht nur Urlaubsfahren, Tagesfahrten, ihr macht auch Linienverkehr. Linienverkehr machen wir und praktisch alles, was mit Bus zusammenhängt. Ne? Wie alt schätzt ihr denn diesen Mann? Ich habe ihn auf 70 geschätzt. Er ist 80 und ist noch aktiver Busfahrer. Jawohl. Benno, Familie mit dir. Danke. Haben viele nicht geschafft, was du machst. Ja. Und dein Führerschein gilt noch, hast du mir erzählt, bis 2000? Bis 2020. Und dann kriegst du nochmal garantiert. Wenn ich noch überlege, wenn ich gesund bleibe, und dann kann es sein, dass ich nochmal krieg. Wenn sich die Gesetze nicht ändern. Jetzt kommt erstmal der Seniorchef zu Wort. Ja. Der will uns mal erzählen, wie das damals vor 50 Jahren angefangen hat. Ja. Mit eurem Unternehmen. Ja, also zunächst einmal von mir. 1957 habe ich den ersten Führerschein gemacht, und zwar die Klasse 3. Ja. Und damals habe ich bei der Frankenthaler Spedition angefangen, und mit Klasse 3 durfte ich ja noch kein LKW fahren. Wir haben einen Traktor gehabt, und mit denen habe ich Anhänger rangiert und in die Betriebe gefahren und habe so mitgelernt, rückwärts stoßen und richtig einparken und so weiter. Aber hast du da auch schon Leute transportiert mit Anhängern? Nein. Nur Ware. Ne? Und dann 1959 habe ich den Klasse 2 gehabt, bin ich in die Fahrschule. Und dann musste ich ja 2 Jahre mit Klasse 2 gefahren haben. Ja. Und dann 1962 konnte ich dann aufgrund dessen, dass ich 2 Jahre LKW gefahren habe, nachweisbar, konnte ich dann den Busschein machen. Ja. 1963 im Dezember, und 1962 im Dezember und 1963 im März habe ich bei der Firma Geiselhardt in Frankenthal angefangen. Ja. Und da war ich lange Jahre, da habe ich dann Odenwald, Pfalz, kleine Fahrten, große Fahrten. Aber damals war es so, dass ja genügend Fahrer noch da waren. Also musste man zuerst die anderen vorlassen bei größeren Fahrten. Ja. Und die erste große Fahrt habe ich gemacht bei Geiselhardt nach Rom. In die ewige Stadt. In die ewige Stadt, jawohl. Und da war ein Pfarrer dabei, der lebt heute auch noch in Oggersheim im Altenheim. Und die Frau Geiselhardt war damals dabei. Die hat sich ausgekannt überall und hat immer gesagt, wo ich hin muss. Dann habe ich nach Jahren, wollte ich halt raus, ne, das war mein Wunsch, große Touren machen und so weiter. Und da bin ich mit spanischen Gastarbeitern und mit türkischen Gastarbeitern nach Spanien und in die Türkei. Jede Woche eine Tour. Wow. Und 1974 war es dann soweit, da habe ich dann gesagt, Mensch, jetzt musst du mal sehen, dass du was Eigenes kriegst. Und da habe ich dann angefangen, die Konzession bekommen, und habe dann angefangen mit Halbtagesfahrten, Tagesfahrten, und die Gruppen, die waren alle um Frankenthal herum, in Frankenthal, Ludwigshafen, die
die ganzen alten Stuben in Ludwigshafen und überall war eine Frau gewesen, die dann die Leute zusammen gemacht hat. Lass mich mal kurz unterbrechen. Also ja. Seit 1974 gibt es praktisch das Unternehmen Dirk. Ab 1974 gibt es Unternehmen Dirk. Wir sind Fußball-Weltmeister geworden und ihr habt angefangen mit eurem Unternehmen. Wir haben angefangen mit unserem Unternehmen, was? Ja. Und da ist aus diesen kleinen Faden sind auch diese größeren dann entstanden. Ja. Das ist alles so zwischen Reihen gekommen. Und dann bin ich jahrelang nur mit einem Bus gefahren und habe mich praktisch um andere Unternehmen nicht gekümmert. Ja. Ich habe meine Arbeit gemacht. Ja. Und vor allen Dingen war mein Plus die Musik. Ja? Und da war der Omnibus war für mich der Übungsraum ja. für die Musik, fürs Akkordeon. Ja. Und also ihr müsst euch das so vorstellen, der Benno hat es praktisch so gemacht, wie der gute Fischer bei Straße der Lieder. Ne? Ja, der, so der Bus, den ihr seht, das ja. könnte der gleiche Bus sein. Genau, so ungefähr, ja. Und da war natürlich immer voll gewesen. Ich habe Abschlussfahrten gemacht und da waren 4, 5 Busse, 6 Busse und dann sind die Jungs herangekommen, der Bernhard und der Thomas. Ja. Dann habe ich eine Familienkapelle gegründet. Aha. Der Bernhard hat Gitarre gespielt und der Thomas, der hat Schlagzeug gespielt. Ne? Und dann haben wir, und meine Frau hat die Musiker, die Beimusiker immer in den Saal gebracht, wo ich Abschluss gemacht habe und dann haben wir da gespielt. Ne? Und da ist das gegangen. Und immer volle Busse. Ne? Und das war natürlich alles Rentner, ist klar. Und heute hat es alles abgenommen, weil ja viele fliegen. Ne? Und, ja, aber gerade die Busreisen sind schon wieder ganz gut im Kurs. Ja, ne? Schon. Aber allerdings ist es nicht so persönlich, wie du das jetzt gemacht hast. Ja, und das war mein. Und deshalb glaube ich, ich mache das heute noch so gern wie damals. Ne? Auch mit der Musik, weil ich die Leute gesehen habe, wie die da, die älteren Leute, wegen die getanzt haben da. Nicht? Und das war für mich. Und dann vor allen Dingen im Bus ist gesungen worden. Nicht? Und da sind die nach Hause und waren fröhlich und sind eben in 4 Wochen später wiedergekommen. Und haben sich angemeldet für diese Halbtagesfahrt. Ne? Das ist ja, wenn du so eine Busreise buchst, das ist genau, wenn ich eine Kreuzfahrtreise buche, ja. da will man ja eine gewisse Gemeinsamkeit erreichen. Genau. Und genau. das erreicht man natürlich am besten, indem man jetzt ein geselliges Versammlungsein hat. Und da braucht man so einen Mann wie dich, der das organisiert. Ganz klar. Weißt du, was noch entscheidend war? Lange Jahre vorher habe ich gemerkt, da sind immer wieder Leute dabei, die sag mal, denken, wir sind das erste Mal dabei und wir müssen uns irgendwo anders hinsetzen. Wir können uns da nicht zu der Gruppe setzen. Und dann habe ich immer gesagt, wenn ich so mehrere Tage weg war und habe morgens die Leute begrüßt, heute dürfte er noch einmal Sie zueinander sagen, aber ab morgen gibt es nur noch ein Du. Und da sind wunderschöne Freundschaften entstanden. Und natürlich, die Leute freuen sich und fahren wieder mit. Alles klar. Ja, ja, diese Geselligkeit finden wir heutzutage nicht mehr so oft, genau. Ich glaube auch nicht. Ja. Das ist genau, weil du uns angesprochen hast, das Fliegen. Ne? Ja. Ich habe mal einen Flugkapitän gekannt, der hat sich praktisch an Bord über das Mikrofon mit den Leuten fast privat unterhalten. Natürlich nur das, was er sagen durfte, das hat Vorschriften. Ja. Aber ich habe gesagt, Leute, schaut mal raus, so ganz normal fahren. Ja, genau. Und es gab Passagiere, die haben nur dieses Fluggesellschaft gebucht, haben gesagt, fliegt dieser Mann wieder vorne. Ja? Der hat den Leuten erklärt, da ist die Zugspitze, schaut mal da raus. Also nicht wie du das gemacht hast, das Persönliche. Und das zieht immer noch. Das Persönliche, das war entscheidend. Dann haben wir viel. Sag mal, ältere Leute, wo krank waren, wo der Bernhard und ich als mit der Gitarre und dem Akkordeon hin sind, haben denen ein Ständchen gebracht, ja, und da waren die so begeistert. Ne? Und das war irgendwie, das war ein Gefühl, das kannst du gar nicht beschreiben. Ja, auch für dich, dir war das egal, ob du jetzt eine Stunde länger oder kürzer oder egal, das war eben, musste sein und fertig. Ne? Ist ja auch für dich als Fahrer, ist es ja, denke ich mir,
auch ein ganz anderes Arbeiten, wenn man solche Leute um sich herum hat, die man vorwachen kann. Da ist man ja mehr integriert. Es ist ja nicht nur so, dass die Leute sich wohlfühlen, auch du fühlst dich als Verantwortlicher wohl. Jawohl. Und dann, wenn du freundlich bist zu den Leuten und das Freundliche kommt zurück, verstehst du, das ist dein Dank und das merkst du, das kann dir niemand geben und das kannst du auch nicht beschreiben. Ja. Hast du jemals mal schlechte Erfahrungen mit irgendwelchen? Ganz wenige. Oder Gästen? Ja, ganz wenige. Mit denen habe ich gleich gesprochen. Und wenn ich einen Fehler gemacht habe, und da habe ich gesagt, Mensch, den habe ich gemacht, komm her, wir trinken heute zusammen, dann war das wieder erledigt. Ne? Ja. Siehst du, so geht man um als Chef mit seinen Gästen. Ja, genau, ja. Das finde ich toll. Ja. Und du fährst heute noch volles Programm, ne? Nein, nicht volles Programm. Ich fahre, wenn der Bernhard ruft, zum Beispiel heute, hat die Tochter angerufen, hey Papa, kennst du Notschiene? Bernhard fährt hin und du fährst zurück. Ja. Schienennotverkehr mitfahren und dann springe ich ein, wenn mir es gut ist. Ne? Das meine ich auch. Gestern habe ich zum Beispiel eine Halbtagesfahrt gemacht und das ist eine Gruppe aus meinem Heimatort Gerolzheim. Ne? Da sind mittlerweile auch andere dabei und das macht irgendwie so Spaß. Und da bin ich gestern an meinem Elternhaus vorbei. Dann habe ich gesagt, so Leute, schaut mal hier nach links, das Elternhaus des weltberühmten Omnibusfahrers Benno. Ja, ja, aber das muss man mal dazu sagen, das ist die Fahrt, die er sich nicht nehmen lässt. Ah, ja. Hier sitzt, liebe Fernsehzuschauer, ein Urgestein. Ja, so ungefähr. Von den Busfahrern, das kannst du sagen. Ja. Du warst ein Mann, praktisch der erste Stunde nach dem Krieg, wenn man so sieht, hast du es selbst entwickelt und deine eigene Idee verwirklicht, wie man die Gäste am besten unterhalten kann. Ja, das war für mich wichtig, diese die Leute zufriedenstellen. Der Bernhard hat gleich mitgemacht, er hat gesagt, das fällt mir. Hat es bei euch auch mal Streitigkeiten gegeben? Ich finde es übrigens toll, hier sitzen zwei Generationen und wenn ich oft höre, gerade in Betrieben, die können sich oft betriegen. Bei euch ist es nicht so, wie macht ihr das? Wir haben auch manchmal Diskussionen, aber das wird ausdiskutiert. Ne? Und Streitigkeiten oder Bösein, das gibt es nicht, das bringt nichts. Und genauso wie früher, ich habe sofort gemerkt, wenn andere Leute über dich erzählen, erzähl nicht über die anderen Leute. Ja. Druck erzeugt Gegendruck. Ja. Und der Bernhard, der ist ja in dem Betrieb auch groß worden. Ja. Und er hat, als wenn er von der Schule gekommen ist, hat er auf der Treppe gesessen und hat gesagt, so, er geht noch nicht schlafen, hier schon der Papa da ist. Ah, jo, klar. Jetzt soll der Papa manchmal ein bisschen reparieren noch am Auto, am Bus. Ne? Und der Bernhard ist auch gekommen und hat unten drunter gelegen. Geschafft hat er nichts, aber dreckig war er, wenn er rausgekommen ist. Zumindest Bernhard muss man so aussehen, als ob man was schafft. Und er war damals schon Feuer und Flammen für Bus und der hat sie auch mittlerweile, hat er sie auch übernommen. Und ich habe immer gesagt, es gibt nur einen Busbetrieb Dirk und keine zwei. Sonst, wenn ich jetzt mir einen eigenen Bus gekauft hätte, dann wäre das alles nichts von meinen Augen. Ich finde das toll, denn gerade bei Betrieben, ich kenne zum Beispiel Betriebe, Metzger zum Beispiel, die streiten sich schon zwischen Senior- und Juniorchef, wie sie immer sprachen. Da werden die sich schon einig. Ne? Ja, ich kann mir vorstellen, es ist ja auch bei so großen Unternehmen, ihr seid ja kein kleines Unternehmen, ne? Aber ihr seid kein Riesenunternehmen, aber auch kein kleines Unternehmen, Mittelstand, wenn man so sagen soll. Und da gibt es natürlich schon verschiedene Ansichten. Ne? Und wie ihr das unter einen Hut bringt, das finde ich vorbildlich. Ja, das finde ist, ich sagen. Er ist der Chef und er bestimmt die Sache. Ja, aber das war ja nicht immer so, das kann man nicht mal sagen. Das ist schon einige Jahre her, aber es ist so ein bisschen, naja, bei mir ist das immer noch vom inneren Auge. Wir haben, wenn es Streitigkeiten gegeben hat, die haben wir ausdiskutiert, lebhaft ausdiskutiert. Aber das sah dann so aus, dass wir am Küchentisch gegangen sind. Mein Vater, der hat dann eine Flasche Wein aufgemacht. Und dann ist nicht das Weinglas gekommen, nee, das waren da so Probiergläser da oder was. Gell? Probiergläser. Ja.
Und dann wurde das Ganze bei einer Flasche Wein richtig ausdiskutiert. Ja. Und wenn eine Flasche nicht gereicht hat, dann müsste natürlich noch eine zweite her. Am Ende hat man sich dann wieder verstanden und am nächsten Tag war wieder alles gut. Jetzt weiß ich auch, warum viele Leute so einen großen Weinkeller haben. Ja, aber gut, da gehört natürlich persönlich keinen dazu, die das respektieren, was der andere vorschlägt. Denn irgendwann muss man sich ja einigen. Und dann nützt auch der Wein nichts, wenn man nicht reingezogen ist. Ne? Ja. Aber das finde ich gut mit dem Wein. Ne? Ja, das war getrunken, bis einer so blau ist, dass ich nicht mehr sagen kann, der hat gewonnen. So wird es jetzt nicht sagen, wohl auch. Aber es hat auf jeden Fall dazu beigetragen. Soweit haben wir es auch nicht gucken lassen, weil naja, am nächsten Tag haben wir ja ein bisschen da sein wieder. Ne? Ja, ja. Was mir aufgefallen ist, ich habe mal eure Reisen so durchgeschaut. Ja. Ihr fahrt ja wirklich durch ganz Europa. Ne? Ja. Aber Weinproben habe ich keine gesehen. Gibt es denn bei Ihnen so eine Weinprobe? Früher haben alle Busunternehmen Weinproben gemacht. Das mit den Weinproben, das ist mehr so bei Halbtagesfahrten. Also direkte Weinprobe, wie wir das früher gemacht haben. Die Leute dürfen nichts mehr trinken. Ja, also schon. Das ist ein Grund dazu, weil das sich das alles abgeschwächt hat. Ne? Die müssen ja alle noch abends nach Hause fahren. Kann ich noch erinnern an die Fahrt, die wir nach Ungarn zusammen gemacht haben, über Wien nach Ungarn. Ja, ja. Ins Tal der schönen Frauen. Ja. Ja. Die haben ja dann in Ungarn da so ihren speziellen Wein und auch ihre spezielle Art, wie man den Wein ausschenkt. Genau. Das kannst du ja mal so ein bisschen schildern. Das war ja, die haben schön. Jeder Besitzer, wo Weinberge hat, ne, der hat einen eigenen Keller dort in dem Tal der schönen Frauen. Ja, ja. Und dann hat es als geheißen, warum heißt das Tal der schönen Frauen? Ja. Und dann hat der Wirt immer gesagt, wenn der Mann einen getrunken hat, dann sieht eine Frau so schön aus wie die andere. Oder noch schöner. Oder noch schöner. Ja. Nee, aber daran sieht man, dass sich auch der Geschmack der Gäste geändert hat. Früher zum Beispiel, ihr fahrt zum Beispiel in Beinegang. Ihr fahrt in den Zoo, habe ich gesehen, Tagesausflug. Ne? Früher, wenn du in Frankfurt einen Busunternehmen gehabt hast, der in den Zoo gefahren ist, haben die gesagt, ist der Bleibe. Also hat sich auch vom Geschmack der Leute scheinbar was geändert. Die Leute wollen lieber solche Sachen, Parks anschauen, als Weinproben. Ne? Da muss man natürlich auch die Leute eingehen. Das ist interessant, mal zu sehen. Aber sonst fahrt ihr ja nach Frankreich, ihr fahrt nach Wien, ihr fahrt nach Lyon, ihr macht auch viel so Musikreisen, zu Musicals zum Beispiel. Ja, genau, ne? Ja. Ihr fahrt dann zum Fernsehgarten, ZDF-Fernsehgarten, ihr fahrt immer wieder sonntags, fahrt ihr auch. Ja, immer wieder sonntags, nach Ost. Ja. Also ich kann nur sagen, was ich im Computer gesehen habe, und da sind alle Fragen drin, ich fand das toll. Ne? Da kann man auch so schön mit einem Schalter Anfragen machen oder kann euch anrufen. Sagt doch mal kurz eure Adresse, wenn Leute irgendwelche Fahrten buchen wollen oder sich dafür interessieren wollen, dann müssen sie auf eure Homepage gehen, können auch euch anrufen. Ne? Ja, beides, klar. Das hat man ja heute so, heute hat man einen Internetauftritt, wie man so schön sagt. Wir sind auch in Facebook mit Dirk Reisen, auf Facebook sind wir auch. Also, aber einfach bei Dirk Reisen ins Internet gehen. Und das bekommt www.dirk-reisen.de. Genau, und da bekommt ihr alle Informationen, wo ihr euch dann melden könnt. Ja, da ist die Telefonnummer oder auch die Anschrift. Wir haben ja ein schönes Reisebüro in Ludwigshafen-Ruchheim am Herrschaftsweiher. Ja. Da ist ein ganz tolles Reisebüro drin mit Flug, Schiff und Zugreisen. Also wir haben im Prinzip rund um Tourismus alles. Was momentan so richtig boomt, ist halt die Schiffskreuzfahrten. Die sind da sehr im Rennen. Aber trotzdem, ich muss sagen, auch der Bustourismus, der kommt nach und nach wieder schön ins Rollen oder ins Laufen, wie man so schön sagt. Und ich hoffe und wünsche mir auch, dass wir diese Geselligkeit mal wieder erfahren und erleben, von der wir eben gesprochen haben.
Jetzt macht ihr auch, wenn ich nur kurz drauf zu sprechen komme, macht ihr auch Linienbusverkehr. Ja. Ihr fahrt für Rhein-Pfalz-Bus, fahrt ihr in Frankenthal und in Worms, habe ich gelesen. Ne? Ja. Ist es bei euch so? Wie viele Busse habt ihr insgesamt? Also wir haben insgesamt ca. 30 Fahrzeuge, das variiert immer mal wieder. Der Betriebshof ist in Ludwigshafen in Hochheim, ne? Also Dürkreisen ist in Frankenthal, ja. Und da ist auch der Firmensitz und da haben wir einen Betriebshof. Und vor 10 Jahren haben wir ein Betriebsgelände in Ludwigshafen-Ruchheim erworben. Und da finden die, das sind die Reisebusse dann, der überwiegende Teil der Linienbusse, die für den Stadtverkehr Frankenthal im Auftrag der Rhein-Pfalz-Bus fahren, die sind auf dem Betriebsgelände in Frankenthal-Studenheim. Und wird bei euch ein Unterschied gemacht? Der eine Busfahrer ist für Linienbus zuständig, der andere für Ausflüge, oder wie macht ihr das? Es gibt da schon grundsätzlich Unterschiede, dass man sagt, okay, der ist jetzt mehr für den Linienbereich und der andere Fahrer ausschließlich für den Reiseverkehr. Das sind auch grundverschiedene Jobs, grundverschiedene Aufgaben und auch grundverschiedene Verantwortungsbereiche. Und die Ziele, wer sucht die aus? Das machen wir in der Regel gemeinsam. Wir gehen auf Tourismusmessen und inspirieren uns da und dort an dem einen oder anderen, was man so sieht. Im Laufe der Jahre kommt auch mal ein Gedanke und das tun wir dann gemeinsam festlegen, beschließen und auch entsprechend dann organisieren. Wie macht ihr das mit den Übernachtungen? Da kann man ja, glaube ich, kenne mich im Reisebürobereich jetzt nicht so gut aus, aber man kann ja irgendwelche auch Kontingente an Übernachtungen kaufen. Oder macht ihr das so oder ruft ihr an und sagt, wir brauchen die Reise, so viel Bett bei euch? Oder wie geht es? Ja, das ist gemischt eigentlich. Es gibt zum Teil diese sogenannte Pauschalreise. Ja. Und da haben wir schon unser Kontingent, was wir dann auch verwalten, bis zu einem bestimmten Termin, Datum. Da müssen wir entscheiden, müssen wir noch dazu nehmen oder müssen wir abtreten oder müssen wir vielleicht sogar absagen. Das ist auch so ein leidiges Thema, gehört mit dazu. Da muss man ein Stück weit dazu stehen, wenn jetzt zu wenige Teilnehmer sich anmelden, dann kann das auch sein, dass die Fahrt mal nicht stattfinden kann. Und es gibt auch andere Fahrten, wie zum Beispiel Bad Füssing. Ja. Das ist eine interessante Geschichte dazu oder ein interessantes Angebot. Da ist es so, dass quasi das gebucht wird, wenn angefragt wird. Das heißt also, wir haben hier kein Kontingent. Aha. Wir fahren jede Woche nach Bad Füssing, jeden Sonntag. Und wenn ein Kunde kommt, der kann dann wählen zwischen Hotels, verschiedene Hotels und kann sagen, er möchte auch nur die Reise hinfahren, er möchte nur mit hinfahren, wieder zurück oder mit Hotel buchen. Und dann wird das eben so individuell zusammengestellt, wie das der Kunde haben möchte. Und dann wird auch das Hotel entsprechend individuell angefragt. Und die Buchung kommt natürlich dann erst zustande, wenn das Hotel auch frei ist und entsprechend das zu verstehen kann. Fällt dann praktisch schon in die Richtung Individualreisen. Ne? Genau. Das ist auch ein Gebiet für sich, was auch nicht jedes Reisebüro macht. Ne? Reisebüros, da kann sie Reise buchen, wie sie ist. Ja. Anders geht es nicht. Ne? Ja. Ihr seid da flexibel. Wir sind da flexibel, ja. Jetzt möchte ich mal drauf zu sprechen kommen. So ein Bus, ne? Ihr habt im Internet den 2018er Bus abgebildet und auch beschrieben. Was kostet so ein Bus? Kann man das sagen? Ja, darf man sagen? Ja. Also es kommt immer drauf an, je nach Ausstattung, da gibt es große... 58 Sitzplätze steht hier, 4 Sterne, Fernreisebus, Luxus, Klimaanlage, was noch? Freundliche Busfahrer, kann ich bestätigen. Angenehmer Sitzkomfort. Ja. Was muss man da ausgeben für so einen Bus? Ja, also so ein Bus neu, je nach Ausstattung, kostet zwischen 250.000, kann auch gern über 400.000 Euro kosten. Also je nach Ausstattung. Also man kann sagen, so ein Häuschen ist es schon wert, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ein Häuschen im positiven Sinne, ein Haus praktisch, ne? Ja. Na, das muss man erst wieder mal reinfahren, ne? Ja, das ist nicht so einfach. Ganz einfach. Ja.
Ja, das ist wie überall. Die Leute wollen alle Qualität, aber es soll natürlich auch günstig bezahlbar sein heutzutage. Ne? Ja? Und gerade bei den Busreisen, bei den Urlaubsfahrten ist es hier nicht so schlimm noch, aber wenn ich zum Beispiel so Fahrten von Stadt zu Stadt sehe, da kann ich dann mit Flixbus für 20 Euro von Ludwigshafen nach Garmisch fahren und 18 Euro zurück, weil scheinbar ist zurück 2 Euro billiger, ich weiß nicht warum. Vielleicht geht es auch schneller, Rückenwind, aber auf jeden Fall komme ich für 40 Euro hin und zurück. Ne? Das ist ja auch nicht mehr normal. Ne? Und dann fahre ich da mit 5 Leuten, ich fahre mich wie die so einen Bus wieder reinfahren. Ne? Nur die fahren alle Stunden, glaube ich. Ne? Das ist ein bisschen ein anderes Konzept auf jeden Fall. Und man muss sich auch die Frage stellen, wie geht das, dass ich für 20, 30 Euro nach Mailand oder nach Berlin fliegen kann. Die Fahrt zum Flughafen ist dabei teurer. Wenn ich dann noch das Parkhaus rechne, dann habe ich da ein Mehrfaches für bezahlt wie der Flug selber. Also da ist, denke ich, auch ein Stück weit Politik. Ich meine, für den Kunden, für den Gast ist es natürlich gut. Ne? Ja. Im Moment für den Verbraucher, für die Umwelt aber weniger. Aber ich bin zum Beispiel mit der Lufthansa einmal nach Italien geflogen. Und zwar in der Nähe von Caorle. Ja? Und da hat mich der Flug weniger gekostet wie das Taxi vom Flughafen zum Ferienpark dann. Ja, ja. Naja, so ist es halt. Aber die Entwicklung geht immer mehr dahin, also Masse zu transportieren, auch bei den Kreuzfahrtschiffen. Ne? Die bauen immer größere Schiffe, ja. Und damit die Preise gesenkt werden. Genau. Aber ob das besser ist, wenn ich dann so 2000 Leute oder 3000 Leute habe, irgendwann wird es mal ein bisschen ungemütlich. Ja, genau so ist es. Ja. Also ihr fahrt immer mit so 50 bis 60 Mannbussen, ne? Das ist ja okay. Ne? Das ist unterschiedlich. Also heute verändert sich das. Früher war das gar nicht gäbe. Da waren 60 Leute im Bus, eigentlich, der war voll. Und das hat auch nicht ausgereicht. Da hat man auch gerne mal noch ein Stühlchen in den Gang rein gestellt oder irgendwelche Konstruktionen entwickelt, damit man dann Leute noch mit abnehmen kann. Da haben manchmal 3 auf 2 Sitze gesessen. Ja. Bloß weil sie mitholten. Früher. Ich hab's heute gesehen. Ist es schon ein bisschen anders. Also da ist man, also da, wenn man einen Schnitt so von 30 Personen hinbekommt, da ist man schon gut dabei. Heute sind die Gesetze auch anders. Ja. Ich habe es damals gesehen, wo ich da, wie gesagt, in der Nähe von Caorle geflogen bin. Venedig war der Flughafen, wo mich das Taxi mehr gekostet hat wie der Flug. Der Flug hat damals gekostet 120 Euro, das Taxi hat gekostet hin und zurück 240 Euro. Für Venedig war der Flughafen. Und da war es so, in Frankfurt, wenn du am Flughafen bist, ne, da stehen die Taxis reihenweise und warten auf Gäste. Dort haben die Gäste auf die Taxis warten müssen. Also es ist andere Länder, andere Sitten, sagen wir so. Ne? Also es kommt immer darauf an, was besser ist, ist die Frage. Die lassen nämlich, habe ich gehört, nur so und so viele Taxis auch dazu, glaube ich. Ja. Und sowas, so müsste man es auch irgendwie machen. Und zwar der Unterschied nach Qualitätsstufen, dass man auch bei Kreuzfahrten oder bei Busunternehmen die Qualität zulässt, wo da ist. Es gibt auch viele, die keine Qualität haben, die müssen wir einfach streichen, weil die bringen nur Unsinn. Ja, es gibt ja auch genau. Busunternehmen, das werde ich bestätigen, die nicht so ganz nach den Qualitätsstandards arbeiten. Man sagt, es wird immer weniger, aber es gibt es bestimmt auch. Es gibt es in aller Branche. Ja. Naja. Aber freie Marktwirtschaft. Aber ich denke, also wir sind beide, das kann ich so sagen, begeistert eigentlich von, ja. dem Bus als Verkehrsmittel. Ja. Und der Bus als Werkzeug für das, was man damit machen kann, ja, nämlich Gesellschaft aufbauen, Freude, Spaß haben, gemeinsame Zeit verbringen, ja, und das von A bis Z, es ist einfach eine Erlebnistour. Sicher kann man jetzt mit den Kreuzfahrtschiffen, ist ein bisschen ein anderes Konzept, da ist dann ein moderner Animateur dabei und da werden die Ausflüge dann nochmal schön verkauft auf dem Schiff. Das ist ja beim Bus alles schon inkludiert und nach wie vor ist das das ökologischste Verkehrsmittel, da muss man ja auch mal drüber nachdenken, was die modernen Kreuzfahrtschiffe
was die so an Abgase da abstoßen, da wird gar nicht so drüber berichtet. Und wir haben hier moderne Euro 6 Motoren, die auch mit sehr geringem Kraftstoffverbrauch 30 bis 50 Personen befördern. Pro Kopf gesehen ist das eigentlich das Ökologischste, was es überhaupt gibt. Abgesehen davon muss man bei einer Busreise ja mehr so das Erlebnis von A bis Z in den Vordergrund stehen. Ja. Das ist nicht das Transportmittel, dass man jetzt sich in das Fahrzeug reinsetzt und in 5 Minuten sind wir dort oder wann sind wir dort. Das wird man ja häufig gefragt, schon beim Einstieg, wann sind wir denn dort. Ja. Ne? Ja. Und da muss man ja immer wieder sagen, der Weg ist das Ziel. Ja, ja. Ja? Das Gemeinsame und was erleben und links und rechts mal schauen, was gibt es denn da zu sehen. Und vor allen Dingen, und da komme ich immer wieder aufs Gleiche zurück, letzteres ist es egal, ob ich in Richtung Frankreich, Paris fahre oder Mailand oder schön am Comer See oder Gardasee. Die Menschen, die im Bus sitzen, die machen es dann ab. Das ist es. Das ist das Schöne. Die Gesellschaft spüren, angenehme Leute kennenlernen und angenehme Gespräche führen. Ich glaube, aber so Leute muss man einfach so begegnen, wenn die fragen, wann sind wir schon da? Na, würde ich sagen, seid ihr im falschen Bus. Das ist im falschen Bus. Weißt, wir sind kein Linienbus, wir sind ein Urlaubsreisebus. Ja, genau, so ist es. Ich neige dazu, wenn ich so eine Frage gestellt kriege, immer wieder zu sagen, ich würde sagen, 10 Minuten. Ich habe es mal erlebt, ne? So ein Schnur, der fliegt ja den ganzen Tag, gerade diese Kurzflüge, fliegt der meinetwegen, was weiß ich, 3-mal Mallorca oder 4-mal Mallorca hin und her am Tag. Ne? Ja. Jetzt hat ein Kind mal gefragt, Herr Schnur, darf ich Sie mal was fragen? Hat er gesagt, ja gerne, wo sind wir denn hier? Hat er gesagt, Moment, da muss ich erst den Pilot fragen. Also, der war so in seiner Arbeit beschäftigt, dass er gerade gewusst hat. Und da hat das Kind gesagt, aber der weiß aber gar nichts. Also, solche lustige Sachen erlebt ihr bestimmt auch ab und zu mal. Ne? Dass Leute was fragen und man denkt, wie kommt die auf so eine Idee? Aber die kommen aus einer anderen Welt und die fragen dann Sachen, wo für euch selbstverständlich sind. Ja, aber das ist ja gut so. Also, wenn ich sowas mitbekomme, dann muss ich sagen, dann läuft es gut, weil der Fahrgast war abgelenkt, hat sich unterhalten und hat dann vielleicht die Orientierung verloren. Ja? Und dann ist es ja richtig so. Ne? Also man soll ja entspannt sowas machen und man soll Spaß haben, die ja nicht so aussehen soll, ständig zu schauen, ja, wo sind wir denn jetzt? Ja, aber wir bringen ja zwischendurch immer wieder, wo wir ansagen, wir sind jetzt in Stuttgart, in München. Genau, das und so dann wieder die schauen die ab, sind wir schon da und so weiter. Ne? Ich habe gehört, irgendwann sollen diese Verkehrsschilder ganz wegfallen. Da müssen die sollen alle, wegfallen. Das müssen die Leute auch nicht mehr, wo sie sind. Das ist nicht mehr, wo sie sind. Dann müssen sie alle auf so einem Navigationssitz gehen. Alles mit Navigation. Ein anderes Beispiel war gewesen, da war auch meistens dieser Kinder, die solche Fragen stellen. Ne? Bei euch im Bus gibt es ja auch diesen Autopilot oder wie sie es nennen. Ne? Aber ich habe einen Busfahrer gesprochen, der hat gesagt, ich würde so gerne Urlaubsfahrt machen, wenn bloß dieser blöde Autopilot wäre. Er sagt, ne? Ich weiß gar nicht, was ich mit meinen Händen mache in der Zeit. Ja? Und deswegen fahre ich die Linie, da kann ich schalten, hat er gesagt. Okay, ja. Das soll Leute sagen. Ja. Und da hat ein Kind auch gefragt, Mama, warum geht der Pilot jetzt auf die Brille? Ja, die Mutter gesagt, das Kind angeschaut, Martina und das Ganze, das Flugzeug fliegt alleine. Hat das Kind gesagt, ja, wenn das Flugzeug alleine fliegt, warum haben wir dann diesen Mann? Das fliegt auch so. Da hat er gesagt, ja, das fliegt nur manchmal so. Das verstehe ich nicht. Das ist ja bei euch auch so, ne? Ich habe gesehen, ich bin auch mal nach Ungarn gefahren. Da, wenn die auf der Autobahn sind, dann machen die den Autopilot rein und wenn viel los ist, dann haben die eigentlich relativ schöne Zeit. Aber es hat natürlich seine Nachteile. Man darf sich nicht ablenken lassen. Trotzdem muss ich immer konzentriert sein. Ich habe gesehen, der hat genau noch alles kontrolliert. Wenn irgendwas war, hätte er gleich eingreifen können. Ja, ja. Und das sehe ich auch, was meint ihr dazu mit diesen selbstfahrenden Autos? Ich denke, es gibt eine Katastrophe. Ne? Also, wenn sie es so machen wollen, wie sie es sagen, wenn sie es so machen, dass man es abschalten kann, zuschalten, okay.
Aber wenn jetzt gar kein Lenkrad mehr drin ist, wenn alles nur noch per Computer geht, ob das geht, also zweifel ich. Ne? Das geht vielleicht nur auf spezielle Strecke. Ja, im Moment. Von A bis Z und so weiter. Ne? Aber im Prinzip glaube ich nicht. Zum Beispiel, wenn die ins Gebirge fahren, ne, da muss schon einer da sein, der sich auskennt. Ja. Ich meine, gut, es ist vielleicht weniger, weil es ja da schon diese modernen Computer gibt. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie kommt. Ist ja auch schwer mit den Versicherungsfällen. Wer ist denn dann schuld? Der Computer von dem Auto oder der Computer vom anderen Auto? Ja, genau. Können Sie dann die Computer, können Sie dann versichern lassen? Das ist noch interessant. Also ich bin bestimmt ein Computer-Fan, aber da bin ich sehr skeptisch. Ja. Ich meine, gut, wenn Sie so machen, dass man den Autopilot einschalten kann, bei freier Fahrt, dann sehe ich das schon so. Auch meinetwegen vielleicht, dass er auch das Ziel noch ansteuert, aber ohne Lenkrad einfach so, dass ich dann noch eingehen kann per Sprache. Ich möchte jetzt von Ludwigshafen nach München und das Auto macht alles automatisch. Das sehe ich sehr, sehr, sehr schwierig. Ne? Ja, also ich könnte mir das schon gut vorstellen. Ja. Also ich glaube, dass solche Assistenten, nennen wir es mal Assistenten, das ist auch ein gutes Wort. Es gibt ja jetzt schon einen Spurassistent. Ja. Und wir haben Abstandsradar im Bus drin, der sagt mir schon, oh, der fährt vorne 95, meine Geschwindigkeit ist 98, reduziert es mal. Also das sind Assistenten. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass man unter bestimmten Voraussetzungen dann sagt, okay, jetzt mache ich einen Autopilot rein, lass den selbstständig fahren, aber so jederzeit wieder eingreifen tue. Und wenn das dann eben die Situation erfordert, schalte ich es halt auch ab. Also das könnte ich mir auch in der Zukunft vorstellen. Aber als Assistent und nicht so, wie man da jetzt drüber spricht, komplett ohne Fahrer. Ich glaube, da gehört immer noch ein Stück Mensch dazu. Letzteres komme ich auch wieder auf unser Gesamtkonzept. Wir wollen ja Spaß haben. Wir wollen was zeigen. Und da gehört auch immer wieder ein Mensch dazu. Ja, ist klar. Jetzt wollen wir zum Schluss nochmal auf das Thema Busführerschein und ganze Anforderungen kommen. Du hast mir vorhin erzählt, das wird immer schwieriger. Man muss den Busführerschein verlängern lassen, ist klar. Die Module, die Anforderungen und auch die Preise werden immer teurer. Ja. Dass ich praktisch das ein Normalsterblicher gar nicht leisten kann, einen Busführerschein in Deutschland hier zu machen. Was kostet so ein Busführerschein in Deutschland, hast du gesagt? Ja, ich mag es gar nicht sagen, weil es ist schon eine hohe Summe, zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Da muss ja schon mal ein Weilchen arbeiten, um es wieder reinzubewegen. Ja, also es ist... Die Umschüler, die kriegen jetzt bezahlt vom Arbeitsamt. Ne? Tatsächlich? Ja. Zum Beispiel, wenn einer Bäcker gelernt hat und das Mehl nicht mehr vertragen kann. Und dann kann er umgeschult werden vom Arbeitsamt. Ne? Und dann kann er auch zum Busfahrer umgeschult werden oder zum LKW-Fahrer. Mhm. Dann muss er in so eine spezielle Fahrschule ein Jahr machen, die, gell? Ja, es gibt verschiedene Programme dafür. Ja. Und dann hat er seinen Führerschein und dann kriegt er so, wir haben ja auch immer so, wo dann fahren, so wie lange? 4 Wochen? 6 Wochen? Wo da so Praktikum machen, ne? Und dann, wenn sie den Führerschein haben, dann können sie irgendwo hingehen, fragen, also für jemanden, der jetzt seinen alten Beruf aufgeben muss, ja, man kommt ja im Leben schon mal in Situationen rein, die man sich nicht aussuchen kann und an sowas Spaß und Freude hat und einen Dienstleistungsgedanken in sich trägt. Also das finde ich schon wichtig, denn Dienstleistungsgedanken, den muss man schon ein Stück weit mitbringen und so wie wir Spaß an der Geschichte haben, und dann lohnt es sich auf jeden Fall, darüber mal mit seinem Arbeitsberater oder mit dem Arbeitsamt zu sprechen oder einfach mal zu dem Busunternehmer um die Ecke zu gehen und den mal anzusprechen, wie schaut denn sowas aus. Oder es gibt auch Fahrschulen, die man da mal ansprechen kann. Also ich kann nur werben für den Beruf, der ist wirklich sehr schön. Und wenn ich euch zwei anschaue, glaube ich, will jeder jetzt Busfahrer werden. Ich finde, es kommt immer darauf an, wie man seinen Beruf auch ansieht. So ist es. Es gibt überall,
gute und schlechte Seiten. Ja. Und wenn man ihn so ausführt wie ihr beide, ja, dann gibt es eigentlich fast keine schlechte Seite, also nur gute Seiten. Nur an sich nur gute Zeiten. Und die Probleme werden dann vergessen. Die Probleme, die werden begraben. Und der Kunde ist König, der Gast und ist der König. Kunde ist König. Der Gast ist König. Ja. Jetzt ist es ja so, bei den LKW-Fahrern, die werden ja kontrolliert, wenn sie aufs Klo gehen. Bei euch ist es ja auch schon so, dass die Lenkzeiten genau eingetragen werden müssen. Ne? Weil es ist ja auch gut so. Früher haben wir auch, es gab früher Werbefahren, da bin ich selbst mitgefahren. Der Busfahrer ist, glaube ich, 17 Stunden gefahren. Zum Schluss hat er gewusst, ist er in Frankfurt oder in Mannheim, ne? So müde war der Mann. Ne? Also das ist sowas, das wird natürlich verboten, ist klar. Aber auf der anderen Seite, in Deutschland ist es halt so, entweder ist es rigoros so oder ist es rigoros anders. Da war mal ein anderer Kollege, der hat gesagt, ich muss jetzt in die Koje, obwohl ich noch fit bin, und muss meinen Kollegen wenden, weil meine Lenkzeit ist abgelaufen. Das heißt, also da ist keine Flexibilität. Du musst dann aufhören, musst wechseln. Ja. Das ist halt immer so. Auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite wieder bürokratisch, wie es halt immer ist. Ne? Ja, da haben wir große, da haben wir also Moment aktuell große gesetzliche Probleme, ja, weil wir im Omnibusgewerbe mit den Lenk- und Ruhezeiten gleichgestellt sind, ja, wie die der LKW-Fahrer. Ach so. So, nun ist es ja aber schon ein Unterschied, ob ich jetzt eine Fracht, ja, hinter mir habe und wenn meine Lenkzeit zu Ende ist oder, ja, ich eine technische Ruhepause einlegen muss, dann fahre ich einfach rechts ran und bleib da stehen. Das kann ich aber nicht mit 50 Leuten. Das geht nicht. Ja. Wir müssen da deswegen überlegen. Wir haben eine ganz andere Problematik und deswegen wollen wir uns auch versuchen, von den LKW-Fahrern, von den Lenk- und Ruhezeiten des LKWs quasi abzusetzen. Da ist momentan aktuell wird darüber gesprochen. Ich hoffe, dass man hier mehr Flexibilität reinbringt für das Busgewerbe, um dann wieder bessere organisatorische Fahrten hinzubekommen. Liebe Leute, es war mir ein Vergnügen, mit einem Familienunternehmen gesprochen zu haben, mit dem Seniorchef und Benno Dürr, dem Juniorchef und Bernhard Dürr. Und ich glaube, wenn alle Unternehmen so arbeiten wie ihr zwei, egal ob Bus, egal was, dann habt ihr eine super Werbung für Familienunternehmen gemacht. Und ich denke, Spaß bei der Sache ist immer das Wichtigste, das A und O. Das habt ihr beide deutlich gemacht. Und ich glaube, ist auch gut für die Gesundheit, Benno, ne? Ja, aber ich darf vielleicht von der Frage vorher noch was zufügen. Ja. Und zwar, was ein guter Busfahrer ist oder LKW-Fahrer. Ja. Ne? Der kann Tag und Nacht fahren. Und der braucht keine Stunden irgendwie. Ja. Der kann, der schläft eine Stunde, so haben wir es früher gemacht, man mitwascht, eingehalte Stunden schlafen, weiterfahren. Eine kleine Anekdote, ich bin oft nach runter an die italienische Riviera gefahren. Ne? Da war die Autobahn der Schweiz noch nicht fertig. Ja. Da musste man über die Achsenstraße fahren, da habe ich in Brunnen geschlafen, eine Stunde. Und dann bin ich hochgefahren über den Gotthardpass. Ah, ja. Da ist oben die Sonne aufgegangen. Schön. Und dann habe ich die Platte draufgelegt, wenn die Sonne erwacht in den Bergen. Ah, ja. Und da sind die Leute auch wach geworden. Ja, ja. Und da ist das immer weitergegangen. Und deshalb vielleicht ein Rat an alle Autofahrer, wenn du müde bist, fahr nebenhin, nächster Parkplatz, lauf einmal ums Auto rum und schon geht's weiter. Und sing ein Lied. Und sing ein Lied. Ja. Irgendein LKW-Fahrer hat mir gesagt, es ist doch ganz einfach. Nachts hat er gesagt, mache ich innen das Licht aus und vorne ran. Und am Tag war schon. Das war mein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Ja. Ist auch gut. Ja. Ja. Na gut, die LKW-Fahrer, bei denen sind es problematisch, wenn die irgendwo an der Raststätte halten. Ja. Da müssen wir sehen, ob da noch frei ist. Ne? Es gibt zum Beispiel die Raststätte, die ist schon sehr beliebt. Ja. Da musst du schon 3 Stunden vorher hin, dass du da nichts. Ne? Ja. Und
Wenn du jetzt kommst mit dem Bus und deine Zeit ist voll, da kriegst du gar nichts, da kannst du nicht mal einhalten, weil alles voll ist und deine Zeit ist voll. Das interessiert mich doch zum Schluss, wie ist denn das? Habt ihr eure Halteplätze schon vorher festgelegt? Nein, die hast du nicht festgelegt. Das ergibt sich einfach so. Also grob schon, wir müssen ja schon, grobe Planung haben wir da schon. Aber es gibt immer Informationen auch. Aber du kannst ja nicht wissen, wie schnell kommst du voran. Das ist ja verkehrsbedingt. Ja. Und dann kann das schon sein, dass man da ein bisschen mehr improvisieren muss. Oder wie eben erwähnt, dann denkst du, okay, ich fahre jetzt bis Ulm, sage ich jetzt mal, und mache da mal Pause. Rechnerisch haut es sehr gut hin. Und dann kommst du nach Ulm und da ist alles voll. Da kannst du nicht hinstellen und Pause machen. Bei so größeren Touren müssen immer zwei Fahrer sein, oder? So ist es nicht. Das kommt drauf an. Also hat mir einer gesagt, bei Ihnen wäre es so, da müssen immer zwei Fahrer vorne sitzen. Es kommt drauf an, was wenn man jetzt nach Spanien fährt oder so, das war früher so, jetzt wurde ja weniger. Ach so. Und dann ist das sicherlich mit zwei Fahrern. Ja. Aber wenn ich jetzt an Gardasee fahre, das schaffen wir von hier aus mit einem Fahrer. Ja. Und das wird je nach Tour wird es so geplant. Und früher, wenn du nach Ungarn gefahren bist zum Plattensee, wenn du an der Grenze warst, hast du noch mal so lange gebraucht wie von da zur Grenze, weil ich auf Autobahn war. Das gibt's doch gar nicht. Wir fahren 17 Stunden. Wir sind doch schon in Ungarn. Das ist ja schon. Ja, genau. Benno, es hat mich gefreut. Bernhard, vielen Dank. Darf ich vielleicht noch kurz was sagen? Gerne. Und zwar grüßen wir von hier aus all unsere Kunden, unsere Mitarbeiter im Betrieb, die sehr wichtig sind, die brauchen wir. Und vor allen Dingen darf ich alle Rentner grüßen, die mich noch kennen, die noch leben. Und darf mich noch einmal bedanken für das jahrelange Mitfahren, denn ohne euch wären wir auch so weit nicht gekommen. Benno, was meinst du, was du für einen Zuspruch jetzt kriegst? Wahrscheinlich musst du Sonderfahren einlegen. Ja. Also, ich mache noch eine kurze Vorschau. Der nächste Gast ist der Ralf Lang. Er kommt aus Bad Dürkheim, der Chef der SPD. Und dann kommt am 31.05. kommt der Thorsten Riehl, der das Kanton leitet und auch Stadtrat in Mannheim ist. Ihr habt eine gute Werbung für euer Gewerbe gemacht. Und denkt dran, ihr wisst, wo ihr euch wenden müsst, wenn ihr eine schöne Fahrt habt, in geselligen Beisammensein, wo ihr was erlebt und wo ihr unterhalten werdet. Wenn ihr noch richtig die Firma kriegt, das seid ihr bestens aufgehoben. In dem Sinne bedanke ich mich bei euch beiden. Es war mir ein Vergnügen und wünsche dir, Benno, gute Gesundheit und dir noch viele, viele Jahre, dass du noch viele Jahre Busfahrer bist. Dankeschön. In dem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal bei Rainer Zipfels Fahrrunde. Wir winken nochmal. Tschüss.